Hallo und herzlich willkommen. Dein Android-Smartphone macht Probleme mit dem WLAN-Empfang? In den nächsten 2 Minuten zeige ich dir einige Lösungen dafür. Bleib dran, es lohnt sich. Elektronische Komponenten und Bauteile haben eine Fehlerquote von 2-5%. Deswegen ist es notwendig, das Smartphone von Zeit zu Zeit auszuschalten und mindestens 2 Minuten zu warten, damit die Restspannung sich entleeren kann. Meist unter einem Abschirmblech in eurem Router befindet sich das Transceiver-Modul. Dieses Bauteil steuert das Senden, Empfangen und Kodieren und ist leider besonders fehleranfällig. Deswegen schaltet auch den Router aus und wartet 2 Minuten. Das heimische WLAN-Netz sollte immer als nicht kostenpflichtig eingestellt sein. Prüft auch die IP-Einstellungen. In der Regel ist DHCP die richtige Wahl. Hilfreich ist auch ein Zurücksetzen der WLAN, mobile Daten und Bluetooth-Einstellungen. Dazu gehen wir in den Bereich System und anschließend auf Optionen zurücksetzen. Wenn das abgeschlossen ist, verbindet ihr euch wieder mit eurem WLAN-Netzwerk. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ansonsten schreib mir bitte in die Kommentare. So können wir gemeinsam als Community nach einer Lösung suchen. Du kannst mich unterstützen, indem du dieses Video in den sozialen Netzwerken teilst. Mit einem Abo verpasst du zukünftig auch keine neuen Tipps von mir. Ciao, tschüss und ich hoffe, du schaust bald wieder vorbei.